So, wir wollen mal die Mac-Applikation A-Text vorstellen. Das ist eine Anwendung, mit der sich Textschnipsel automatisch ersetzen lassen. Ich beschreibe das mal ganz kurz. Angenommen, ihr habt in eurem E-Mail-Alltag immer einen wiederkehrenden Satz, ja, mit freundlichen Grüßen zum Beispiel. Und ihr schreibt jetzt jedes Mal wieder mit freundlichen Grüßen, dann könnt ihr hier sagen, alles klar, ich mache mir jetzt hier eine Abkürzung, MFG meinetwegen, und jedes Mal, wenn ich die tippe, dann ersetzt mir doch bitte dieses MFG mit dem ordentlich ausgeschriebenen Satz mit freundlichen Grüßen. Das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel nur. Weswegen wir uns diese A-Text-Anwendung anschauen, ist, weil die $5 kostet. Das ist wirklich ein Appel und ein Ei. Nichts im Gegensatz zu anderen Alternativen, die es da am Markt gibt. Mir fällt jetzt spontan Keyboard Maestro ein. Die kosten, glaube ich, um die $40 oder so. Können, muss man dazu sagen, auch wesentlich mehr. Die können dann auch noch das ganze System automatisieren und die Maus irgendwo hinklicken lassen und so. A-Text macht mehr oder weniger nur Text, und wir schauen uns die ganze Geschichte hier mal an. Man kann innerhalb der Anwendung, die normalerweise eigentlich nur oben in der Menüleiste hier abgelegt ist, und zwar unter diesem kleinen A drinne, sich einzelne Gruppen erstellen. Ich erstelle hier mal eine Gruppe und nenne die ganze Geschichte jetzt mal Mail-Schnipsel. So. Man kann sich da Gruppen erstellen und in den Gruppen dann seine Texte ablegen, Entschuldigung, die ersetzt werden sollen. Wenn wir jetzt hier in der Gruppe drin sind, können wir uns aussuchen, wann das ersetzt werden soll. Ich kann das ja hier mal aufmachen. Das hängt dann damit zusammen, wenn ich jetzt meine Abkürzung festgelegt habe, soll er das sofort ersetzen, nachdem ich die Abkürzung geschrieben habe, oder lieber nicht. Ob das in allen Programmen aktiviert sein soll, oder wir sagen, hey, nee, aktiviere mir das bitte nur immer dann, wenn ich das Mail-Programm auf habe, wenn ich irgendwo anders MFG tippe, dann soll das auch MFG bleiben, meinetwegen im Messenger oder so. Das kann man sich hier noch einstellen. Wir können sagen, ob wir Abkürzungen vorgeschlagen haben, bekommen möchten, und können hier ein globales Präfix festlegen für diese Gruppe. Das mache ich jetzt hier alles mal nicht. Das könnt ihr euch vielleicht selber später mal anschauen. Ich mache jetzt hier einfach mal nur ein ganz normales, einfaches Textschnipsel drin, und bleibt da bei unserem Beispiel. Was haben wir gesagt? MFG. Ich setze da mal ein Semikolon vorne dran und nenne die ganze Sache MFG. Dann kann ich mir sicher sein, dass ich das jetzt nicht zufällig tippe, sondern ich muss quasi vorneweg immer ein Semikolon schreiben. Hier kann ich mir noch aussuchen, ob die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden soll. Das ist mir jetzt eigentlich egal. Ich sage mal nicht beachten. Das heißt, ich könnte auch noch hier auf der Shift-Taste draufbleiben und ein großes M schreiben, und er würde dann trotzdem darauf reagieren. Inhalt. Der Inhalt soll jetzt einfach einfacher Text sein. Ich habe hier oben die Möglichkeit, mir noch andere Optionen auszusuchen. Ich kann sagen, ich will ein Shell-Skript dann haben. Oder einen formatierten Text, der meinetwegen noch unterstrichen ist und fett. Das mache ich jetzt nicht, sondern ich bleibe beim einfachen Text und schreibe hier einfach rein. Mit freundlichen Grüßen. Hier haben wir es. Und vielleicht noch ein Ausrufezeichen. Man kann jetzt noch, oder man hat die Möglichkeit, sich hier noch zusätzliche Textbausteine einzufügen. Zum Beispiel die aktuelle Zeit, das aktuelle Datum. Man kann sich den Cursor irgendwo hinsetzen lassen. Das ist ganz spannend, wenn man zum Beispiel auch gerade bei E-Mails macht das manchmal Sinn, dann hat man meinetwegen eine Anrede und auch noch eine Grußformel unten dran. Und will jetzt in der Mitte aber noch was schreiben, und dann kann man sich hier auch so ein Textschnipsel machen, wo er schon mal die Anrede und die Grußformel reinsetzt und den Cursor aber in die Mitte zwischen beide Elemente packt, und dann kann man direkt quasi diesen Workflow so durchgehen. Ich setze den Cursor jetzt mal nicht. Zwischenablage kann man hier auch, sich auch noch einfügen lassen. Ich würde sagen, das gucken wir uns gleich einfach mal beim zweiten Schnipsel an, aber ich mache jetzt hier nur mal den ersten fertig. Der ist soweit fertig erstellt jetzt. Vorschau brauchen wir nicht. Ich könnte hier noch ein Label vergeben. Das macht dann später Sinn, wenn ich die Suche suchen möchte. Ich vergebe jetzt auch mal kein Label. Wir wollen uns das hier einfach mal anschauen. Ich habe hier einen Texteditor auf. Mal gucken, wie groß der Text ist. Den machen wir vielleicht mal noch ein bisschen größer. So, so ist eine gute Größe. Und wenn ich jetzt hier drin anfange zu tippen, Semikolon, MFG, zack, dann ersetze mir das sofort mit dem, was ich da gerade festgelegt habe. Habe hier auch noch die Möglichkeit zu sagen, spiel mir einen Ton ab, wenn du einen Text ersetzt, damit ich da nicht, oder damit ich nochmal darauf hingewiesen werde, dass er gerade was ersetzt hat. Manchmal kann es ja sein, dass man das gerade nicht haben möchte. Macht den Texteditor mal wieder zu. Und so kann man sich hier seine Schnipselchen zusammenbauen, ablegen, in Gruppen sortieren und einfach so im besten Fall die tagtägliche Arbeit. Was wir zum Beispiel ab und zu benutzen, das kann ich hier vielleicht einfach mal zeigen, einfach auf, wie wir die ganze Sache einsetzen.
wir kriegen relativ viele E-Mails von euch und freuen uns da immer sehr doll drüber und versuchen, so gut es geht, die fast alle zu beantworten. Und oft ist es dann so, dass wir einen Tipp kriegen, hey, habt ihr schon gesehen, XY ist passiert. Und dann hatten wir das vielleicht schon eine Woche vorher und dann schreiben wir immer gerne zurück, hey, vielen Dank, aber das hatten wir schon. Und die ganze Sache sieht dann so aus, tun wir mal so, als ob das hier eine Mail wäre, die ist, habt ihr schon gesehen, zack. Gruß Franz. Das ist jetzt die Mail, die wir bekommen haben und dem möchte ich jetzt antworten. Ja, Mensch, das hatten wir schon hier in den News und normalerweise mache ich das dann immer so, ich kopiere mir einmal den Namen, den habe ich jetzt in die Zwischenablage kopiert, mache halt meine neue E-Mail auf, kann ich ja mal hier kurz löschen, habe jetzt hier meine neue E-Mail auf und schreibe dann einfach nur Semikolon hatten, mit Doppel-T natürlich. So, und jetzt habe ich hier meinen Text drin, ne? Da hat er direkt den Namen eingesetzt von Franz und hat mir den Cursor dann hier hingestellt unter den Satz, die Info hatten wir bereits hier in den News und jetzt kann ich da direkt den Link einfügen, meinetwegen zu dem Artikel, um den es eigentlich geht. Und das ist dann mehr oder weniger personalisiert. Ich habe immerhin die Anrede drin, bin auf die Mail eingegangen, aber muss nicht jedes Mal den gleichen Text wieder schreiben. Das vielleicht, um mal zu demonstrieren, wozu sowas gut sein kann. Ja, wenn wir uns das hier übrigens auch nochmal angucken, diesen Hatten-Schnipsel, da sieht man ganz gut, ich habe hier auch wieder eine Abkürzung festgelegt. Ich habe gesagt, alles klar, hinter dem Hallo möchte ich gerne meine Zwischenablage eingefügt haben. Da muss ich halt dann immer dran denken, vorher den Namen zu kopieren von dem Nutzer, den ich da gerne antworten möchte. Und hier unten dieses Prozentzeichen L, das ist dann einfach ein Platzhalter für den Cursor. Das heißt, sobald dieser Text eingesetzt wird, wird mir da mein Cursor hingesetzt und ich kann dann nochmal hinschreiben, wo wir das jetzt genau hatten. Ja, es gibt hier noch ein paar Einstellungen, die sollte man sich vielleicht auch nochmal angucken. Soll die ganze Geschichte gestartet werden, wenn ich den Rechner anmache? Soll der Ton abgespielt werden, wenn dieser Text ersetzt wird? Ich kann mir hier Hotkeys setzen, also sagen, wenn ich die Tastenkombination drücke, dann möchte ich bitte, dass das Programm jetzt erstmal deaktiviert wird und mir nichts mehr ersetzt, weil ich jetzt meinetwegen, keine Ahnung, einen Ego-Shooter spiele und da nicht immer möchte, wenn ich hier wie wild auf der Tastatur rumdrücke, dass er mir irgendwelche Texte ersetzt. Kann hier, wie gesagt, auch für die Suche in den Textbausteinen eine Abkürzung vergeben und habe hier hinten noch eine Backup-Option. Das heißt, wenn ich mir dann hier ein richtig schönes Repertoire an Textersetzungen angelegt habe, kann ich sagen, ich möchte, dass du mir regelmäßig ein Backup davon machst, damit ich auch, in 2 Monaten, wenn es mir dann die ganze Kiste zerschossen hat, trotzdem nicht wieder alles neu von Hand anlegen muss, sondern einfach auf dieses Backup zurückgreifen kann. Ich glaube, damit war es. Oder sind wir soweit fertig im Großen und Ganzen? Die Anwendung, die kann man sich kostenlos runterladen und erstmal 14 Tage völlig problemlos und ich glaube vollumfänglich ausprobieren. Das können wir an der Stelle hier auch empfehlen. Testet das einfach mal. Wenn es euch nach einer Woche nicht gefällt, dann schmeißt ihr das wieder runter. Und wenn ihr das 2 Wochen am Stück benutzt habt, dann ist es auch die $5 wert, die es kostet. Ist eine sehr nette und eine sehr einfache Alternative zu Anwendungen wie meinetwegen Keyboard Maestro und eine, die wir mal hier im Video gezeigt haben wollten. Vielen Dank fürs Zuschauen.